Das unbezwingbare Land hinter himmelhohen Dolomitfelsen veranlasst die Menschen seit jeher, Geschichten zu erzählen. An diesem Schauplatz sind Natur, Mythos und Geschichte auf ewig verbunden. Wie kein anderes Gebiet der Dolomiten sind die Hochebenen von Farnes, Sennes und Vosses von Karsterscheinungen in Form von Rinnenkarren, Spalten, Schächten, Dolinenbecken und Höhlen geprägt. Im Gipfelbereich und auf den Hochflächen über 2000 Metern hält die warme Jahreszeit sogar in günstigen Jahren nur selten mehr als 3 Monate an. Aber auf den schroffen Schutt- und Felsfluren hat sich eine widerstandsfähige Vegetation entwickelt. Mitunter der letzte Rückzugsort für selten gewordene Tiere. Die sagenumwobene Kleinfarnes mit dem legendären Parlament der Murmeltiere liegt im Herzen des Naturparks. Auf den alpinen Rasen und ständig rutschenden Schutthalden gedeiht eine erlesene Artenvielfalt an Spezialisten, wie die endemische, knollenbildende Dolomitenhauswurz. Der verführerisch duftende rote Männertreu. Der Alpensteinquendel, welcher gelegentlich auch zum Würzen von Almkäse verwendet wird. Der gelbe Alpenmohn. Die Arnika. Der Felsenehrenpreis sowie der Steinbrech, der selbst in extremen Höhen noch gedeihen kann. Das polsterbildende Dolomitenfingerkraut ist ebenfalls ein Endemit der Südalpen, der nur auf nackten Kalk- und Dolomitfelsen wächst. Auf den steinigen Grasheiden und in den unterirdischen Gängen dieses natürlichen Amphitheaters lebt das Symboltier des Naturparks, das Murmeltier. Der ladinischen Sage nach sollen diese trolligen Gesellen die letzten Überlebenden des Farnesvolkes sein. Sie verstecken sich in ihrem unterirdischen Reich und warten dort auf den Klang silberner Trompeten, die eine Wiederkehr ihres glorreichen Herrschaftsgebietes ankündigen sollen. Mehrere kurze Pfiffe des Wächters warnen vor Gefahr am Boden und aus der Luft. Die halbkreisförmige Farnes-Hochebene wird schon seit jeher während der Sommermonate als Weidefläche genutzt. An der Südumrandung entspringen unzählige kleine Quellen, die auf den Kalkhochebenen jedoch schnell wieder versickern. Der Fichtenkreuzschnabel lässt sich auch in den Lärchenwipfeln nieder, wo er ein reiches Angebot an nahrhaften Samen findet.
Das Rautal folgt einer tektonischen Linie. An dieser vorgegebenen Schwächezone begann die Talbildung durch Fließgewässer vermutlich sehr früh nach der Hebung der Gesteine aus dem Untergrund. Erst später wurde das Tal durch Gletschereis noch weiter ausgehöhlt. Und es bildete sich ein typisches U-Tal. Die Schuttkegel am Fuß der senkrechten Wände zeugen von ständiger Erosion der Kalk- und Dolomitfelsen. Die heutige Landschaft geht vor allem auf die zersetzenden Kräfte von Wasser und Eis zurück. Hier sind einzigartige Karstformen und Höhlen geborgen. Karstformen in besonders schöner Ausführung findet man in der hochalpinen Conturines-Höhle auf 2800 Metern. Aus dem kalkhaltigen Niederschlagswasser, das durch Haarrisse stetig in die Höhle tropft, entstehen bezaubernde Tropfsteinfiguren. Fossile Funde von Schädeln, Zähnen und Knochen belegen das Vorkommen von Höhlenbären und Höhlenlöwen aus einer Zeit, in der das Klima wohl noch wesentlich günstiger war als heute. Dieses Gebiet ist heute Heimat für die Gämsen, die den widrigen Bedingungen im Hochgebirge trotzen. Ihre Hufe sind optimal an das steinige, instabile Gelände angepasst. Geschickt erklimmen sie steile Bergwiesen, Felsgipfel und Schutthalden, die hier den meisten Bergmassiven zu Füßen liegen. Vertiefungen der Hochflächen haben sich Gebirgsseen gebildet. Inmitten der karstigen, bleichen Berge bildet der Grünsee auf der Kleinfahnesalm einen farblichen Kontrast. Ein schöner Ausblick zur Tofana eröffnet sich am Limosee, an dem eine Wanderroute vorbeiführt. Zu den landschaftlichen Schmuckstücken des Naturparks gehört der Pitschodelsee. Aufgrund der Karsterosion haben sich viele Löcher gebildet, in denen das Wasser versickert, unterirdisch weiterrinnt und wie hier 2 Kilometer weiter bei Pederü wieder hervorquillt. An den kleinen Bächen und Rinnsalen gedeiht eine fruchtbare Vegetation, die auch seltene Arten wie die größte heimische Orchideenart, dem Frauenschuh, beinhaltet. Die wasserreichen, waldnahen Bergwiesen bilden einen idealen Lebensraum für Bergmolche, die in den Quelltümpeln laichen. Nur selten verlassen sie tagsüber ihr Versteck. Die natürliche Vegetation in den etwas niederen Lagen besteht hauptsächlich aus Nadelwäldern. Besonders schön ausgebildet ist der Föhrenwald auf den Hängen des Rauttales. Der Schwarzspecht benötigt alte Baumstämme, um darin die Brut- und Aufzugshöhle der Jungspechte zu meißeln. Im Ökosystem Wald besitzt er somit eine sehr wichtige Funktion, da er auch Lebensräume für viele andere Höhlenbrüter wie den Rauffußkauz schafft. Der scheue Auerhahn sucht Schutz in den Wäldern.
Zur Balzzeit fällt er mit seinem gefächerten, steil aufgerichteten Schwanz und hochgereckten Kopf sowie dem unverkennbaren, typischen Balzgesang auf. Oberhalb des Rautales befinden sich das Almdorf Vodára Vidla mit der gleichnamigen Schutzhütte und die weiten steinigen Almflächen von Sennes. Riedwiesen im westlichen Randbereich des Naturparkgebietes zählen zu den artenreichsten Blumenwiesen. Der kleinräumige Wechsel von trockenen Kuppen und feuchten Mulden trägt wesentlich dazu bei. Der gelbe Eisenhut bevorzugt feuchte Böden. Er ist hochgiftig. Der Blütenreichtum lockt die unterschiedlichsten Insekten an. Schmetterlinge sind auf den ungedüngten Magerwiesen häufiger zu beobachten. Ebenso beeindruckend sind die angrenzenden Armentara-Wiesen am Fuß des Kreuzkofels. Alle Wiesengesellschaften unterhalb der Waldgrenze sind durch die Nutzung des Menschen entstanden. Rodung und anschließende jahrhundertelange Beweidung ließen keine Bäume mehr aufkommen. Dies begünstigte aber eine reiche Artenvielfalt an lichtliebenden Gräsern, Blumen und Tieren. Die bergbäuerliche Landwirtschaft ist unerlässlich für den Erhalt dieser Kulturlandschaft. Denn ohne Maat und Beweidung würden die artenreichen Bergwiesen wieder zuwachsen. Wo die tonhaltige wasserstauende Wengener Schicht den porösen Kalkstein abdichtet, können sich Feuchtwiesen entwickeln. Hier findet sich die giftige Kreuzotter, die zur Familie der Vipern gehört. Ihre Beute sind vorwiegend Mäuse, Eidechsen und Frösche, denen sie auflauert. In Senken der Talsohle am Rande des Naturparkgebietes haben sich zwei große Seen gebildet. Der mittlerweile stark verlandende Toblacher See und die Perle der Dolomitenseen. Der besonders reizvoll gelegene Pragser Wildsee. Über ihm thront das imposante Massiv des Seekofels. In den Pragser Dolomiten, rund um die Plätzwiese, einem ebenfalls wunderschönen Aussichtspunkt, ranken sich dürre Felsen empor. Ein schmaler Steig führt über steile Kehren bis zum Gipfelkreuz des mächtigen Dürrenstein. Von dort aus fasziniert eine atemberaubende Aussicht auf das gegenüberliegende Massiv der Hohen Geisel.
Der Wintereinbruch geschieht hier abrupt. Und aus der märchenhaften Kulisse wird plötzlich eine bedrohlich wirkende Winterlandschaft. Die Gämsen haben nun Brunftzeit. Und territoriale Auseinandersetzungen treiben die Böcke umher. Die gespreizten Klauen verhindern das Einsinken im Schnee. Und das dichte, langhaarige Winterfell mit der stark verfilzten Unterwolle bietet ihnen guten Schutz vor der Kälte. Der majestätische Steinadler steht an der Spitze dieses alpinen Ökosystems. Er schlägt gezielt vor allem schwache und unerfahrene Tiere. Er frisst auch Aas, zum Beispiel von gefallenen Gämsen, und schützt so den Boden vor ansteckenden Krankheitserregern. Meistens aber überrascht er seine Beute im Flug. Das Alpenschneehuhn lebt am Boden, denn es kann seiner Tarnung vertrauen. Dreimal im Jahr wechselt es sein Gefieder. Die extrem kalten Tage verbringt es meistens in einer selbstgegrabenen Schneehöhle. Der Stoffwechsel ist drastisch reduziert, weshalb es mit den wenigen Gräsern auskommt, die es auf kleinen, apparen Flächen noch findet. Hier, wo der Mensch schon die rauen Wetterverhältnisse meidet, finden die Tiere noch genügend freien Raum zum Überleben. Es ist ihr Reich, das Reich der Tiere.